Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei. Ich habe leider keine Kopf gesagt, habe es gesagt, aber egal. Bei LS9, Entschuldigung. LS19, mit Karte irgendwo in Thüringen, Thüringen 2, Version 3.1.01. Hoffe mal, dass die letzte Version ist. Ich meine, dadurch ist mir vieles bewusst geworden, wie was funktioniert, was machen muss. Wegen Umzüge und so, ne? Ist an sich, da ja die Karte ja von den Gebäude her, von der vorigen Version, doch eine Änderung vorgenommen wurde, kann man die Karte, die alte, nicht weiterspielen. Ist ja halt so, ja, also Geld kann man sich gut schreiben. Man kann sich jetzt vorher ausrechnen, was man hatte. Ansonsten die Fahrzeuge, da gibt es ja Dateien, die kann man nicht kopieren. Einfügen, man muss nur halt die Fahrzeuge am besten dazu stehen haben, wo das Feld ist oder wo halt nichts verändert wurde, ne? So, angekommen ist der andere Fahrer schon auf Feld Nummer 29. Dann können wir gleich mal einrichten, dass er da düngt. Und hier, sobald unser Big Krone letzte Runde gefahren ist, bei zwei Nachgewände, ist er zu machen, dann können wir sofort Ballen pressen lassen. Ob so steht nicht im Wege, dann meckert er wieder, ne? Also apropos Mist, ich sehe gerade, ich habe nachts geschlafen, jetzt haben wir viel Mist. So, starten, B. Förderer bewegt sich, aber der Mist nicht. Was zum Scheiß. So, erstmal einen losschicken. Ich habe ja jetzt hier zwei. Mal gucken. Anpeil. Ich habe es ja so gemacht, dass ich eigentlich vorbeifahren könnte, ne? Eigentlich. So, bisschen tricksen. So, naja, mit Kurzblende. Nee. Das ist dann doch zu. Habe ich alles frei gemacht? Ich glaube schon. Die Alt 0. Und dann checken wir den mal gleich los. Aber den Kollegen schicken wir nicht mal los. Den Anhänger werden wir irgendwann bei Gelegenheit umlackieren. Und. Muss ich überlegen, ob ich hier lang fahren muss? Nee, normal nicht. Hier muss keiner fahren. Der Big M hat durchdrehende Reifen. Gut, der Baum stört, ne? In dem Falle ist hier mal starker Bauer gefragt. Ansonsten muss ich mir den Baum merken und wegfräsen. Na komm. Geht doch nicht anders. Kurz entlassen. Nur hier umstellen auf nächst passenden Punkt. Hat er sich festgefahren. Ja, liegt am Mod, ne? So. Ja, wenn ein Baum nicht gewesen wäre, wäre er gut durchgekommen, ne? Na gut, jetzt den Baum nicht entfernen. Wäre auch Blödsinn.
So, okay. Dann kurz, ja, speichern ist gut. Zum. Das ist das Problem mit dem Regen, ne? So. Das können wir hier mal wieder deaktivieren. Düngemodus. Kursgenerierung für Feldnummer 29. Fahrgewinde 2. Ist beim Düngen nicht ganz so dramatisch, weil er 30 Meter hat. Feld rein. So. Automatisch. Ja, passt. Ich möchte aber, dass er wieder zurückfährt, sonst war ich oben hin. Alleine. So, hier mal aufpassen. Wenn hier bei dieser Kurve kein Kurs plötzlich da lang geht, ne? Passt so. Zurück. Vertreib nicht nutzen. Am Startpunkt enden. Das ist dann, würde er hier wieder zurückkommen. Sparen wir uns Zeit ein. Abfahrer einstellen. Ja, dann ist Pferdegras. Wachstum. Letzte Frucht Getreide. Naja, gut. Nehmen wir so an, dass es so ist, ne? So, der Arbeiter ist da. Und der ist da fertig. Den müssen wir gleich mal freistellen. Sagt man so hier, meine Ex-Firma, ne? Freistellen. Gut Deutsch entlassen. Leasing-Firma. Nach dem Motto: verursachst ja zwischen Weihnachten und Neujahr Kosten. Du könntest dich ja wieder einstellen am 2.3. Ne? Gut, da arbeite ich aktuell nicht mehr. Das ist Geschichte. Aus anderen Gründen. Ne? Aber die haben es halt so gemacht. Ne? Ja, die drei Feiertage, also im Grunde die Feiertage, die immer waren. Weihnachten zum Beispiel. Dann war Heiligabend einen halben Tag und Silvester halben Tag. Ja, Neujahr. Das sind dann 4 Tage, ne? Und wenn er noch gut bist, bist du noch drin im 5. Tag mit Heilig der drei Könige. Wupf. Und schon hast du 5 Feiertage, den die Firma noch nicht zahlen wollte. Das ganze Jahr hast du dann gearbeitet, Geld verdient. Aber dann haben sie nicht einberechnet. So, hier mal ganz kurz den Kurs löschen. Kursgenerierung. 42. Kurz generieren, hier ist meistens ein bisschen schwierig. Ja, gerade so, ne? Macht eh nur Vorgewende 1. Und hier machen wir aktiviert und einstellen. So. Das läuft. Dann ist es hier gedüngt. Hier ist er bei und fährt gerade hin. Und hier wird gerade geflügt. Das sieht so nicht gut aus, was er gemacht hat. Aber gut, okay, das ist ein blödes Feld von der Form her. Wir müssen sehen, dass wir hier. Der ist fertig. Entlassen. Wir löschen meinen Kurs noch nicht. Ich habe zwar gespeichert, aber manchmal ist mal. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, bin vergesslich in der Beziehung. Manchmal ist das so. Und der nächste. Ja, gut. Das Fahrzeug ist da. Tag. Unser Missfahrer, ne? Was drinne? Tatsächlich. Ja, der fährt jetzt im Hof und fährt zum BGH. Das klappt eigentlich ganz gut. Feld. Ja, ich habe immer die 62 Flügen, 63. Ich versuche immer gleichmäßig zu schreiben. Das klingt, hier habe ich F groß geschrieben, da klein. Dadurch kommt er immer durcheinander. Hier klein F und hier hat man keine nichts freigelassen. Schwierig. Aber hier ist Wiese, Wiese 63, ja. Gut. So. Können wir hier gucken. Hier haben wir also auf 0. Dann ersten Wegpunkt. Einstellen. Das Gras ein bisschen besser, wenn man nicht bei Regen macht, ne? Wegen. Ja, wegen. Naja, es wird ja weniger, das ist schlecht. Das Geldbeutel. Was sagt der Wetterbericht? Was sagen die Tiere? Wetterbericht sagt, ja, hier ist immer. Also die Ernte kommt. Warum so spät? Warum nicht früher? Ende Sommer. Bis zum Winter rein ist ein bisschen unrealistisch.
Gut, Wetter, Regen. War wieder Regen. Das ist wettermäßig nicht gut. Aber er arbeitet genau die Breite, die wir haben wollen. Das ist halt so, ne? So macht unser Flug. Wieso blockig? Achso, da. Der nächste Fahrzeug hat einen Weg gesteckt. Ja, hier ist das Schöne, dass die Ballenpresse die Ballen auf die Seite liegt und dadurch nicht wegrollen. Ne? Sonst würden sie alle hier unten liegen. Und das Problem wäre aber auch, wenn er seinen Kurs halt fährt und die liegen genau da, wo der Kurs ist. Die fahren auf den Ballen drauf, die machen einen Tanz und es geht nicht weiter und kommt eine dauernde Fehlermeldung. Und so haben wir zumindest davor Ruhe. Und den Kurs kann ich jetzt auch löschen. Fahren wir zum Hof. Ja, ich wünsche allen einen schönen Samstag. Ne? Fällt mir gerade so ein. Ich bin in der Beziehung wirklich echt vergesslich. Also bei Kettle kommt es ja total vergessen, weil ich die ersten beiden Folgen ja gemacht habe. Die mache ich ja, beginne ich ja mit Samstag und Sonntag. Da habe ich eine andere Reihenfolge. Und da bei den ersten Folgen ist mir der erste Gedanke, na, passt alles. Passt die Qualität, ist das nicht überlastet und so. Passt der Ton, ne? Es kann sein, gestern kam ein Update von Windows wieder. Ist da die Einstellung für Ton irgendwie so geblieben oder hat sie sich geändert? Ist immer schwierig dann, ne? Und dann, es geht ganz schnell, dass man doch zu leise ist. Das persönlich finde ich das nicht so gut, wenn es leise ist. Wie gesagt, jeder neue Zuschauer, der reinguckt und man ist so leise, kann es sein, dass er sagt, nö, das gucken wir nicht an, ne, oder schaltet nicht wieder rein. Das ist meine größte Sorge dabei. Stammzuschauer, die würden es mir vielleicht verzeihen, kurz kommentieren. Aber wie gesagt, ich mache normalerweise 7 Folgen am Stück. Gut, heute mache ich nur 4 und morgen mal schauen, ob ich morgen was machen werde. Ja, 3 Folgen oder 4. Wahrscheinlich, ne? Ganz ohne will ich auch nicht. Muss ich auch nicht. Ich kann ganz gut. Ist klar. So, da. Den werde ich wieder da vorne hinstellen. Muss man versuchen, hier Stammplätze zu kriegen für die Geräte. Dass ich am Ende nicht mehr suchen muss. Jetzt muss ich irgendwie den Anhänger mit Ballen beiseite fahren. Der Axion fährt mit Mist, ja. Dann muss ich einen anderen Traktor wieder nehmen. Vielleicht ist auch ein bisschen besser geeignet dafür, wie der andere. Der Fendt. Oder ich muss. Achso, ja, habe ich ja nicht. Ich habe auf einer Marsch viele Deichsel. Muss ich mal gucken, wie ich da die Mods rüberbekomme. Den richtigen Namen finde, das ist mir schwierig dabei. 1:1 kopieren ist auch ungünstig. Vielleicht beißt sich hier ein Bot mit einem oder anderen und dann hast du dieselben Fehler, die auf anderen Karten schon vorhanden sein könnten, denn hier auch. Und das muss man einfach meinen, dass hier keine Errors kommen. Und das würde ja im Prinzip die Performance auch stören. Und je länger man so ein Spiel spielt und Mods aufnimmt, umso höher ist die Gefahr, dass es da Probleme geben könnte. Hier scheint der Abstand ein bisschen besser zu sein. Scheint. Ob besser ist, ist die andere Frage, ne? Das sind ja Grasballen, die sollen eigentlich nicht in den BGH rein. Der ist nicht besser, der Traktor. Wahrscheinlich ist er auch zu hoch. Es könnte echt an der Deichsel liegen, ne? Dass die an sich dass er zu hoch ist, dass die Räder da oben gedrückt werden. Mal gucken. So original ist ja die Höhe, passt ja, ne?
Gewicht drückt nach vorne runter. Haben wir für ein Gewicht? 2400. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich da... Da drüben liegt noch ein anderes Gewicht, was vielleicht ein bisschen leichter ist. 2600 oder 800 oder so. War hier noch ein Gewicht? Hier war auch noch ein Gewicht. Gleich mal gucken. Zeigt er mir auch an, so wie jetzt hier 2400. Man sieht sofort, dass er vorne runter hoch geht. Ist eigentlich ein Fendt-Gewicht normalerweise oder ein Deutz. Von der Farbe her jedenfalls. Ne? Das ist 1000. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Das ist nur eine andere Farbe. Ansonsten ist es miteinander identisch. Entschuldigung. Es könnte damit zusammenhängen, dass vorne die Reifen zu weit gedrückt werden und dadurch entsprechend hinten die Räder keinen Kontakt haben. Ne? Ja, ich stehe mir im Weg, das bin klar. Schau mal, der Dichter nimmt auch daneben, ne? Schau mal, wie besser ist. Ja, könnte sein, ne? Bis jetzt ja. Gut, zu früh gefreut. Muss ich schauen. Ja, das liegt nicht am Gewicht, oder? Das muss man anders legen. Dolly 10, das haben wir auch an Dolly's Wop da. Ich glaube, wir haben zu wenig hier. Wir haben von denen habe ich 2. 0. Das ist ein Mod und das ist ein von den Kollegen mit dem LKW. Ich muss das probieren. Ist egal. Ich kaufe den mal. Ja, als Felgenfarbe kann man gleich raussuchen. Ja. Ich werde den mal auffällig markieren, dass wir erkennen können, was wir gerade haben. Und dann mal schauen, ob das funktioniert. Ne? Ich kaufe den mal. Ich weiß jetzt ungefähr, der andere Anhänger hat auch so ein Dolly. War den mal kurz komplett oder es ist am Anhänger, es kann auch sein, ist ja eigentlich gedacht für ja gut, ist so tragisch, dann kann man auch entsprechend reinfahren, Mist, ne? War jetzt keine Absicht gewesen, denn so fährt er das hier gut, ne? Das kann am Anhänger liegen und der andere Anhänger ist auch von LKW, ne? Ich probiere mal aus, machen wir es ja mal, lasse ich hier mal so stehen und ich fahre jetzt mal mit Vollschwung zum Händler. So Zuschauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein, trotz all dem, die Zeit ist reichlich fortgeschritten für die Folge. Ich versuche immer die Folge um die Länge zwischen 15 und 20 Minuten zu machen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich keine Lust habe, sondern mehr damit zu tun, dass der Algorithmus von YouTube mir das die Quote verhagelt, sagen wir so ganz vorsichtig. Und somit weniger vorgeschlagen. So ist mein Eindruck, ob ich daneben liege, weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, wenn jetzt der Durchschnitt von Zuschauern höher ist, werde ich öfters vorgeschlagen, als wenn ich jetzt dass ich 2 Sekunden geschaut bin. Viele schauen länger, ich weiß, aber es wird auch nur angeklickt von einem und anderen und dann das Interesse, ja gut,
nicht immer da, ist ja normal. Aber trotzdem würde ich versuchen, möglichst den Schnitt nach oben zu treiben. Und deswegen die Längen der Folge nach Möglichkeit auf 20 Minuten begrenzt, so wie jetzt gerade. So, dann sag mal tschüss und ciao. Nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tja, morgen geht's hier weiter mit einem neuen Dolly und einem neuen Versuch. Wenn das nicht klappt, muss ich mal schauen, den anderen mit dem blauen Anhänger mal zu testen, mit dem Fahren, ob der besser ist. Und der kann auch Autoload. Ansonsten müsste ich mir andere Autoload-Anhänger besorgen. Oder nur mit LKW fahren. Ne? Mit LKW bei diesem Mod ist am Acker ungünstig. Ne? Deswegen habe ich einen Traktor genommen. Schon mal tschüss, ciao, ciao. Und wie gesagt, mal ein schönes Dankeschön fürs Reinschauen und ich grüße mal alle meine Zuschauer. Tschüss.